Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft LF. In der letzten Folge haben wir ja die Konstruktionsprozessoren gemacht und damit eben das Laufwerk fertiggestellt und die Festplatte. Ja, soweit so gut. In dieser Folge werden wir jetzt etwas ganz anderes machen, und zwar werden wir als erstes mal diesen Structure Tower machen. So. Hier dazu finden wir Steel Rods. So. Ist da noch was? Nein, habe ich nichts mehr. Okay, ja, diese 8 reichen. Dann brauche ich noch ein Baumstation und zack Titanium hier, zack, die Platten fehlen und ich brauche 2 davon, zack. Okay, das heißt, ich muss in die Walzenmaschine und ein Titanium in die Titan, zack. Gut, dann, was brauche ich denn noch? Lithium, das. Kleine Plattenpresse, nein. Okay, in der Manufaktur, wie viele brauche ich? 4, zack. Ja, 4, das heißt, ich brauche 2 Lithium. Die Lithium will ich wirklich sparen. Denn die Lithium ist ein. Ist später einfach der Antrieb, den ich brauche. Fortgeschrittene Schaltkreuz habe ich da was. So, zack. Ich brauche jetzt 2. Zack. Jetzt habe ich das alles tendenziell zusammen. Brauche ich noch 2 Titanium Gears. Noch 2 Rods. Da habe ich, glaube ich, genug. Beton habe ich auch. Zack. Was ist denn das? Steuerungsschaltkreis. Okay, da haben wir nichts. Zack, das heißt, wir müssen das nachproduzieren. Das in der Mitte fehlt. Eine Holzstufe, zack, okay. Okay. Das ist ein Titanium hier. Wie viele Titanium Rods habe ich denn? 44, das sollte ausreichen. Und dann habe ich 60. Okay, das heißt, ich brauche dann noch 8 Ingots. Das heißt, ich habe am Schluss 9. So. Und das muss jetzt dann in die Plattenpresse. Das eine muss dann noch in die Manufaktur, die habe ich auch. Also in die Walzenmaschine heißt die, glaube ich. Walzenmaschine, aber da muss ich dann da hoch. Zack. Input. Da haben wir einiges. Zack. Okay, ja. Jetzt muss ich kurz mal was essen. Ja. Okay, ist das die Manufaktur? Ja. Zack. Okay, die braucht schon ein bisschen. Zack. Ich brauche 9 Platten. Oh, das braucht länger. Falls ihr es nicht wisst, da habe ich das, habe ich für den Fusionsreaktor die ganzen Ressourcen hergestellt. Also für den Fusionskern. Da muss ich die ganzen Sachen herstellen. Ich sage, ich brauche 4. Und da brauche ich nicht. Ich glaube, wenn wir wirklich dann da oben sind, dann kann man ein bisschen mal aufstocken. Was
die Geschwindigkeit angeht, also bessere Motoren, bessere Blöcke, vielleicht dann sogar schon aufs Maximum. Naja. Aber jetzt wäre Iridium und Iridium, weiß ich nicht, wie ich das herstellen kann. Naja. 6 noch 3 Stück. Wir warten jetzt hier schnell darauf. Ja, stimmt, da wir extra. Was ich mit dieser Montagebank weiß ich auch nicht, weil das hat, weil er nicht der Heftus, sondern Buildcraft hat er sein eigenes Energiesystem. Und wie ich da dann Strom generiere, ist auch eine Frage. Ich stehe auch noch in den Sternen. 7, das ist dann das 8 und das ist dann das letzte, okay. So, wie sieht's denn aus? Okay. Okay. Wie viel hat er denn Verbrauch? Genau, ein bisschen, nicht so viel. Ja, das werden wir dann vermutlich alles besser automatisieren. Auf dem neuen Raumschiff werden wir auch viel mehr Platz haben. Es wird nicht nach Chunks bemessen, sondern nach Schönheit. Und da hat man viel Platz. Zack, 1. Drei, zack. Okay, ich habe ein bisschen zu viel gemacht. Zack. Okay. Da dann. Zack. Raubstationsmonteur. Ja gut, jetzt. Was haben wir denn da drin? Und da. Okay, jetzt müssen wir wieder an das dran, dann nehmen wir doch mal die 2 mit, ein Stick von dem da, ein Stick von dem da und ein Stick von diesem HV, nein, gut, da brauchen wir bloß einen, ja, so, und dann werden wir das jetzt erstmal aufbauen und dann werden wir uns um den nächsten Schritt kümmern. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so schnell fertig kriege. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Aber naja. Jetzt haben wir so schnell fertig gekriegt und jetzt sollten wir uns freuen. Hab ich die Rakete eigentlich schon gebaut? Komplett so. Okay, da ist schon eine Satellite Bay. Das heißt, ich brauchte nur noch einen. Das heißt. So, zack, zack, mehr, zack, dann da und da, zack. Okay, naja gut, das ist jetzt nicht auf einer Höhe, das heißt. Das ist natürlich schlecht, zack. Ich will es halt gleich aussehen lassen mit dem da. So, gut, und dann ist das. Ja. Ganz recht, dann kommt hier der Raumstationsmonteur drauf. Zack. Und dann müssen wir in diesen Rucksack rankommen und werden da dann alles überflüssig anpacken. So, zack, ja. Ist schade, dass man den Rucksack halt nicht bewegen kann, das ist halt ein bisschen blöd. So. Okay, wir werden 3 brauchen. Okay, jetzt müssen wir uns dann noch um 3 Steine kümmern. Das heißt 3. Naja, gut, machen wir mehr. Machen wir mehr. Seien wir heute mal großzügig und machen 11 Steine. 11 Steine, zack.
Aber jetzt machen wir erstmal noch den Raumstationschip einfacher Schaltkreis. Haben wir noch so einen. Okay, dafür brauchen wir zwei. Dann noch ein linker. Zwei. Okay, die kann man nicht stacken. Zwei Raumstationschips. Zack, zack. Dann brauche ich noch so. Oh, diesmal habe ich sogar richtig geschrieben. Noch einen. So, jetzt habe ich glaube ich alles, oder? Bin mal zum Überlegen. Jetzt brauche ich nur noch diese 11 Steine. Zack. So, jetzt gehen wir dann kurz schlafen und dann kann man das endlich abschließen. Aber das werden wir wohl in der nächsten Folge machen. Also bis zur nächsten Folge. Tschüss.